Los geht's mit dem ersten Meisterschaftsheimspiel der Rückrunde gegen den SV Böhmkirchen. Wir bedanken uns für die Matchballspende bei der Firma TG Clean & Care. Der Ankick erfolgte durch Andreas Sprengnagel. Wir hüpfen gleich in die erste Aktion des Spiels. Schlossinger mit dem Eckball. Der Ball kommt zu Hofbauer. 1:0 in der fünften Minute. Hier nochmals der junge Verteidiger mit seinem ersten Pflichtspieltor. Die nächste Aktion, 2 Minuten später, Heliof Winter. Wird er vom Tormann leicht gestört? Elfmeter! Heli tritt an und verwertet souverän zum 2:0. Nach diesem Zweikampf musste leider der Torschütze zum 1:0 verletzungsbedingt ausgetauscht werden. Für ihn kam Moritz Fiedler neu aufs Feld. Nach gut 25 Minuten ein Abschlussversuch von Teichmann. Und hier ein Freistoßversuch von Helle. Gleich darauf die nächste Aktion für uns. Schmidt verzieht hier aber klar über das Tor. Die 39. Minute, Schlossinger mit dem weiten Ball, perfekt auf Helle. Abschluss, und da ist der Ball wieder im Tor. 3:0. Und aufgepasst, keine Minute später, nach dem Anstoß, Teichmann mit der Balleroberung auf Helle. Und es ist sein dritter Treffer. Er stellt somit auf 4:0. In der ersten Halbzeit von Böhmkirchen kaum etwas zu sehen. Hier die bisher beste Aktion der Gäste. In der zweiten Hälfte dann wieder die erste Möglichkeit für uns. Winter konnte diese aber nicht nutzen. Auch die nächste Aktion gehört uns, Helle auf Winter, aber der Abschluss leider zu schwach. Danach fanden auch die Gäste besser ins Spiel. Klose geht dazu ungestüm Richtung Ball und trifft da genau den Gegner. Demiri tritt an, gut geschossen, aber Klose rettet die richtige Ecke. Als nächstes sehen wir einen Weitschussversuch von Helle. Hier gleich die nächste Möglichkeit vom Dreifachtorschützen. Nun wieder auf der anderen Seite eine Chance für die Gäste. Auch die nächste Aktion wieder von Böhmkirchen. Saki erwischt da den Gegner und Schiedsrichter Busch zeigt erneut auf den Punkt. Die nächste Chance also zum Anschlusstreffer. Diesmal ist der Ball im Tor, aber da dürfte ein Spieler zu früh im 16er gewesen sein. Wiederholung. Wieder gehalten. Diesmal zählt's. Klose ist er heute nicht zu bezwingen. Danach sehen wir noch einen Freistoß der Gäste. Der Kopfball, aber auch kein Problem für Klose. Die letzte Aktion gehört aber wieder uns. Dyer mit dem Zuspiel auf Helle. Was macht er mit dem Ball? Er trifft! Sensationell! Zum 5:0! Und hier nochmals sein bereits 19. Saisontreffer. Schlusspfiff, das ist der Endstand. Wir gewinnen gegen den SV Böhmkirchen mit 5:0. Philipp, unser Elferkiller, was sagst du zu den 2 Strafstößen? Naja, den ersten haben wir halten müssen, weil er ja selbst das Foul gemacht. Und beim zweiten natürlich Glück gehabt, dass der eigene Spieler reingerannt ist, der wiederholt wurde und dann ja, einfach Glück gehabt, Ecke gehabt und war zwar scharf geschossen, aber ehrlich gesagt nicht. Sensationell gehalten und. Und du wolltest auch zu Null heute spielen, oder? Ja, natürlich. Jetzt ist die dritte Partie zu Null. Also jetzt rennt's einmal. Ja. Gratulation. Danke.